Ah ja. Alkohol, Heroin und Haschig. 1900 irgendwann, als Bemmen noch bei Estreich war, der Weltkrieg noch nicht geschlagen und der Schweig noch nicht geschrieben, veröffentlichte der tschechische Schriftsteller Jaroslav Hašek eine Kurzgeschichte namens Eine Alkoholiker-Idylle. Die Geschichte geht so, eine besorgte Ehefrau stellt fest, an der Stelle sollte man anmerken, dass amerikanische Wissenschaftler, wer sonst, haben festgestellt, dass nahezu alles Elend dieser Welt von besorgten Ehefrauen kommt. Aber das nur nebenbei. Ne? Na gut. Also, eine besorgte Ehefrau stellt fest, dass ihr haltloser Ehemann jeden Tag 2 Glas Bier trinkt. Was bis auf den heutigen Tag unter Experten als sicheres Zeichen für Alkoholismus gilt. Na? Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Witzigerweise befindet sich die besorgte Prager Ehefrau mit ihrer Besorgnis mit gar nicht wenigen schlauen Medizinern und Psychologen im gleichen Boot. Diese schlauen Mediziner und Psychologen, man könnte auch sagen Narren, belegen jeden, der täglich Alkohol, wie wenig auch immer, konsumiert, mit dem Bannfluch alkoholabhängig. Wenn eines Tages deine Tochter kommt und dir sagt, sie habe einen Psychologen kennengelernt und wolle ihn heiraten, so verstoße sie. Gleiches gilt natürlich auch, wenn sie verkündet, sie wolle Psychologin werden. Na? Naja, ist egal. Sicheres Zeichen für Alkoholismus. Dagegen hat in dieser Geschichte ein Apotheker ein Medikament entwickelt, nämlich das im Wesentlichen aus höchstprozentigem Schnaps besteht. Wenn du heutzutage diese Geschichte liest, dann tippst du dir ans Hirn und sagst dir, ach komm, dass sich so einen Scheißendreck auch nur ein schwerer Alkoholiker wie Jaroslav Hašek ausdenken kann. Andererseits ist, das lehrt uns Erfahrung, die Wirklichkeit eine derart besoffene Geschichte. So viel Alkohol können der Hašek und der Strache zusammen nicht saufen, dass sie sich das Folgende hätten ausdenken können. Na? Naja. Na gut. Etwa um die gleiche Zeit, da Hašek seine Alkoholiker-Idylle geschrieben hat, hat die Firma Bayer das wunderbare Heilmittel Diacetylmorphin auf den Markt geworfen. Diacetylmorphin ist, wie der Name schon vermuten lässt, Morphium in dritter Potenz. Es verhält sich zum Morphium wie 80%iger Jamaika-Rum zu Bier. Wow. Diacetylmorphin, das damals schon und bis heute den Markennamen Heroin trägt, wurde unter anderem nebenwirkungsfreies, gut verträgliches und natürlich nicht süchtig machendes Mittel gegen Morphiumsucht verkauft. Es ist kein
Witz. Bitte im Internet recherchieren. Erste Anlaufstelle ist wie immer Wikipedia und lesen, dann eventuell weiterstöbern und schauen. So einen Scheiß kann ich mir nicht ausdenken. Das ist so. Ne? Naja. Übrigens, dieses Morphium, dieses Heroin wurde damals übrigens als probates Hausmittel gegen als probates Hustenmittel, Hustenmittel, nicht Hausmittel, vor allem für nicht weinen, Klein- und Kleinstkinder angepriesen. Ist so. Na gut. Als Nebenwirkungen wurden lediglich Verstopfung und leichte sexuelle Lustlosigkeit beschrieben, weshalb das Opioid von der Ärzteschaft sowie von den Patienten zunächst überaus positiv aufgenommen wurde. Der Fairness halber sei erwähnt, dass das anfangs ausgesprochen legale Medikament Heroin oral verabreicht wurde, also oral Mund, über den Mund. Ne? Die sonstigen gängigen Drogen, wie also damals gängigen Drogen, wie Cannabis, Opium, Morphium, wie heißt das andere, Kokain und dergleichen Sachen, die wurden, nachdem sie jahrhundertelang legal waren und frei verkäuflich, ne? So Anfang der 1920er Jahre verboten in ganz Europa, so nach und nach in den einzelnen Ländern, ne? Das deutsche Betäubungsmittelgesetz ist von 1921. Heroin ist übrigens erst in den späten 1930er Jahren, ne? Also wirklich verboten worden, ne? Nein, es ist kein, ich erzähle keinen Scheiß. Nachschauen. Und das Pervitin, das ist ein sehr heftiges Aufputschmittel, war in der Nazizeit und dann auch vor allem im Zweiten Weltkrieg ein sehr, sehr beliebtes Mittel, um die Leistungsfähigkeit und die Stimmung zu heben. Ne? Heutzutage ist Pervitin legal nur noch sehr schwer zu bekommen. Illegal natürlich locker. Heutzutage läuft dieses Pervitin unter dem Namen Crystal Meth. Naja. Crystal Meth, naja, was soll ich sagen? Um bei der Herstellung Geld zu sparen und auch die Wirkung etwas zu steigern, wird diesem Crystal Meth werden verschiedene Zusatzstoffe beigemischt. Ja? Unter anderem Batteriesäure. Fein, 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 fein. Ne? Also kein Wunder, dass den Leuten die Zähne ausfallen.
Ja. Während der Nazi-Zeit, während des Zweiten Weltkriegs, ist das Pervitin also stangenweise an die verschrieben worden, beziehungsweise von der Wehrmacht an die Soldaten ausgegeben worden, zum Beispiel Bomberpiloten, damit die bis nach Moskau und zurückfliegen konnten und ähnliche Scherze oder auch Panzerfahrer und sonstige Soldaten einfach um Höchstleistungen zu vollbringen und eben auch Angst zu dämpfen. Ne? Wird gerne übersehen, dass Krieg Ängste erzeugt. Ja, nein. Normalerweise ist Krieg ja was für heroische Leute. Ne? Da, da. Ne? Na gut. Ja, so ist es, Leute. Naja, jedenfalls, ja, okay. Der Fairness halber sei erwähnt, dass das anfangs ausgesprochen legale Medikament Heroin oral verabreicht wurde. Wer sich ein bisschen mit Wundermitteln auskennt, der weiß, dass orale Einnahme schonend und ausgesprochen gut kontrollierbar ist. In den 30er Jahren wurde Heroin dann, unter anderem weil man entdeckte, dass da Opium drin steckt, verboten. Nun verschwindet eine Droge nicht einfach durch ein Verbot. Das lehrt uns die Lebenserfahrung. Solange es Bedarf nach einer Droge gibt, wird die Droge weiter erzeugt und gehandelt. Nach einem Verbot halt auf dem Schwarzmarkt. Leute, die Leute sind so. Aber naja. Die Preise steigen durch das Verbot natürlich, und zwar drastisch, denn der Handelsmann zahlt nun zwar keine Steuern mehr, aber er muss das Risiko von Entdeckung und Sanktion kalkulieren. Wie reagiert der Konsument auf die Preissteigerung? Er wird versuchen, mit einer kleineren Menge des so kostbar gewordenen Stoffs mindestens die gleiche Wirkung zu erzielen. Klar. Schwäbische Hausfrau. Ne? Mhm. Er zerbröselt die Tabletten und schnieft das Heroin durch die Nase. Ne? Ein anderer, noch schlauerer, kommt auf die Idee, den Wirkstoff aufzulösen und ihn sich direkt in die Vene zu injizieren. Ne? Nochmalige Potenzierung der Wirkung. Ah, jetzt ist das Heroin so richtig gefährlich geworden. Ne? Ein weiterer Grund, die Drogengesetze zu verschärfen. Man muss sich auch mal so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Drogen werden durch das Verbot gefährlicher. Ja? Also sieht man sich veranlasst. Das Drogenverbot zu verschärfen.
nach einer gewissen Zeit stellt man fest, das nutzt nichts. Heißt, ich habe die Gesetze noch nicht heftig genug verschärft. Muss sie noch weiter verschärfen. Nach einer gewissen Weile stelle ich fest, oh, ja mei, ne? Hilft auch nichts. Also, ne? Verschärfung. Und mein, wir sehen es alle, ne? Keiner bekommt dieses Drogenproblem durch Verbote in den Griff. Ne? Das Alkoholverbot in den USA in den 20er Jahren, ne, hat die amerikanische Mafia, den Mob, ne, erst so richtig gemästet. Ne? Die haben schweinemäßige Gewinne gemacht. Ne? Schweinemäßige Gewinne. Und das Wichtige, also jetzt psychologisch wichtig, die Herren, es waren ja doch meistens Herren, Mafiosi sind gesellschaftlich akzeptiert worden. Ne? Hey! Das waren auf einmal ehrenwerte Leute. Ne? Also, wenn du dir weiterhin dein bescheidenes Gläschen zum Feierabend gönnen wolltest, oder wenn du zur Hochzeit deiner Tochter ein bisschen einen Sekt haben wolltest, ne? Wo musstest du hingehen? Zur Mafia. Die haben es dir gebracht. Man hat sich kennen und schätzen gelernt, ne? Wunderbar. Naja, so ist es, Leute, weil durch, wie sagt man da, durch administrative Maßnahmen kriegst du das Zeugs nicht in den Griff. Wenn ich heute, wenn ich der oberste Chef eines Drogenkartells wäre, na, ich würde jeden erschießen lassen, der die Freigabe von Drogen, von jetzt noch illegalen Drogen, mit einiger Aussicht auf Erfolg fordert. Ne? Dass hier nicht haufenweise Politiker tot im Rinnstein liegen, liegt daran, also weil es besteht nicht die leiseste Aussicht, noch illegale Rauschdrogen, wie sagt man, legal zu machen. Ne? Es wird nicht akzeptiert. Ne? Alleine wenn man sich anschaut, also diese dieses Geschiss, das man also um das vergleichsweise doch sehr harmlose Cannabis macht. Ne? Meine Sie kriegen es nicht. Sie kriegen es nicht auf die Reihe. Ne? Der Wahnsinn ist das. Totaler Wahnsinn. Ne? Aber so ist es, Leute. Kinderchen, so ist es. Insanity rules. Der Wahnsinn regiert, ne? Naja. Okay. Was wollte ich noch sagen? Ja, genau. Durch das Verbot, aber hat keine Aufsichtsbehörde mehr, das kommt noch dazu, ne? Die Möglichkeit, die Qualität
des in den Handel gelangenden Stoffes zu kontrollieren. Es gibt keine keine Instanz, die sagt, komm, das Crystal Meth, was du hier bringst, das ist versetzt mit allerlei wahnsinnig gefährlichen Zusatzstoffen. Ne? Das Pervitin alleine ist schon gefährlich, aber Batteriesäure, Leute, muss nicht sein. Ne? Aber du kommst ja nicht ran an die Leute. Als Junkie kannst du nur noch beten, dass dich der eben erworbene Stoff nicht umbringt. Damit du dich als Junkie über die Runden bringst. Ja, denn das Zeug ist inzwischen schweineteuer geworden. Musst du einbrechen, rauben, Apotheken überfallen oder dich prostituieren. Ja? Beschaffungskriminalität. Du rutschst nahezu zwangsläufig in das gesundheitliche und soziale Elend. Der Zugang zu Spritzen wird erschwert. Du teilst dir die Kostbarkeit mit anderen Drogenkonsumenten, infizierst dich und krepierst. Man kann es nicht oft genug sagen, die Droge ist gefährlich. Also damit das auch klar ist. Ja? Also Pervitin ist kein Lutschbonbon. Und Heroin ist auch kein Traubenzucker. Die Droge ist gefährlich, keine Frage. Das Betäubungsmittelgesetz ist aber ungleich gefährlicher. Du kennst die Sherlock Holmes-Geschichten, ne? In denen sich der Meisterdetektiv Kokain spritzt, das er zuvor ganz legal erworben hatte. Oder? Kennst du? Gut. Opium und alle seine Derivate waren bis vor über 100 Jahren noch ganz legal zu erwerben. Ne? Der Lehrer Lempel aus den Wilhelm Busch-Geschichten, ein Spießer im Quadrat, hat am Ofen behaglich seinen Knaster geraucht. Knaster hieß der Pfeifentabak deshalb, weil er mit Cannabis-Samen versetzt war, die immer dann ein knasterndes Geräusch erzeugten, wenn sie von der Flamme erreicht wurden. Zu Hegels Zeiten war der Schnupftabak mit Cannabis versetzt. Hai durch Schmei, ne? Hegel konsumierte reichlich davon, wodurch sich zwanglos seine, ich sag mal, merkwürdige Philosophie erklären lässt. Ne? Das christliche Abendland hat viele Jahrhunderte lang mit den allermerkwürdigsten Drogen gelebt, ohne dran unterzugehen. Ne? Anfang der 20er Jahre kamen dann fast gleichzeitig in den westlichen Ländern die Betäubungsmittelgesetze. Ne? Und mit den Betäubungsmitteln kam der oben skizzierte Wahnsinn. Ne? Ich lese hier gerade, Pervitin ist, also sprich Crystal Meth, wurde erst 1988 verboten. Kam in die Liste der illegalen Rauschmittel. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, als Kind ging das um, ja. Der und der nimmt Pervitin. Ne? Naja. Ich habe es hier und anderswo schon x-mal geschrieben. Das Betäubungsmittelgesetz ist das Problem, dessen Lösung zu sein es vorgibt. Leute, das muss man sehen.
Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass Crystal Meth in den 30er und 40er Jahren in Deutschland, die Ostmark war damals Teil des Deutschen Reiches, und zwar in Berlin, ja, das habe ich jetzt alles schon gesagt, unter dem Markennamen Pervitin hergestellt und vertrieben wurde. Na gut. Okay. Ich habe es vorhin schon einmal angerissen, jetzt sage ich es nochmal präziser. Ich kenne keinen Fachartikel von damals, der beklagt hätte, Pervitin-Konsumenten würden die Zähne ausfallen. Die Zähne fallen den Leuten aus, seit Pervitin in illegalen Drogenküchen hergestellt wird. Also erst seit vergleichsweise neulich. Ich weiß nicht, ob es jeder hier weiß, aber illegale Drogenküchen werden nicht vom Gesundheitsministerium überwacht. Eine Qualitätskontrolle findet nicht statt. Meth wird gewöhnlich in Untergrundlabors hergestellt, wo verschiedenen Amphetaminen andere stimulierende Drogen oder Derivaten, andere Chemikalien beigemischt werden, um die Wirksamkeit des Produkts zu erhöhen. Ganz gewöhnliche Pillen, wie etwa Erkältungspillen, dienen oft dazu, ich lese jetzt hier vor, das, als Grundlage für die Herstellung der Droge. Der Meth-Koch extrahiert den Wirkstoff in diesen Pillen, nämlich Pseudoephedrin, eine chemische Substanz, die von dem Stimulans Amphetamin stammt, und kombiniert sie mit Zutaten wie Batteriesäure, Abflussreiniger, Lampenöl und Frostschutzmittel, um die Stärke der Droge zu intensivieren. Ne? Ach, das ist aber nett. Ne? Sowohl Bundeswehr als auch Nationale Volksarmee lagerten Pervitin für den Ernstfall bis zu den 1970er Jahren ein. Es war Bestandteil der Verpflegung für Fallschirmjäger und wurde bei Übungen ausgegeben. Die NVA produzierte Pervitin in einer Fabrik in Königsbrück bis 1975. Es wurde danach durch Aponeuron, ist auch so ein Markenname, abgelöst. Bei Piloten war Pervitin für den Notfall vorgesehen und der Verbandsatz der NVA enthielt bis 1988 Pervitin. Auch nach 1945 wurde der Wirkstoff vom US-Militär zur Leistungssteigerung eingesetzt, beispielsweise während des Vietnamkriegs. Im Sport soll Pervitin als Dopingmittel genutzt worden sein. Siehe auch Fußballweltmeister 1954. Oh, die müssen ganz ordentlich zugelangt haben. Der österreichische Extremalpinist Hermann Buhl verwendete 1953 Pervitin bei der Erstbesteigung des 8.125 Meter hohen Nanga Parbat im Himalaya. Der unter starken Rückenschmerzen leidende US-Präsident Kennedy wurde in den frühen 1960er Jahren regelmäßig mit Amphetaminen therapiert. Durch die Veröffentlichung seiner Tagebücher im Jahr 2017 wurde bekannt, dass in den 1960er Jahren Konrad Adenauer, der damalige deutsche Bundeskanzler, werden viele nicht wissen, ich erwähne es nur,
gelegentlich Pervitin zur Leistungssteigerung konsumierte. Ne? Watch. Das Fertigarzneimittel Pervitin blieb bis 1988 im Handel. Einsatz findet die Droge auch bei Sexorgien, sogenannten Chemsex-Partys. In Berlin liegt der Konsumentenschwerpunkt gegenwärtig, also 2016 war das, in der homosexuellen Szene. Zwischen den Jahren 2008 und 2012, also 4 Jahre, hat sich die sichergestellte Menge der Droge verzehnfacht. Hey! Hey! Naja. Okay. Ein wohlmeinender Irrer meinte einst, da die Gesellschaft unter Drogen leide, müsse eine Grenze gezogen werden. Ne? Und du hast den Eindruck, dass diese Grenze auch nur einigermaßen dicht ist, antwortete ich ihm. Was für ein Kraut rauchst du? Seit vielen Jahrzehnten werden in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen die Drogengesetze verschärft. Und es wird nichts, überhaupt nichts besser. Die ganze Verbieterei bewirkt nichts, gar nichts. Der austroamerikanische Psychologe Paul Watzlawick hat mal das unglückbringende Gesetz mehr desselben formuliert. Du hast ein Problem und dazu eine Lösung. Die Lösung scheint dir plausibel. Nach einiger Zeit merkst du, dass die Lösung das Problem nicht löst, sondern eher noch verschärft. Ist klar, deine Lösung ist nicht radikal genug, also musst du die Lösung verschärfen. Na? Ist klar. Ah, naja. Na? Irgendwann stellst du fest, dass auch das nicht zu einer Verbesserung führt, also verschärfst du neuerlich. Auf die Idee, dass die Lösung von Grund auf ein Schmarrn ist, kommst du in deiner Einfalt nicht. Was wäre eventuell eine Lösung? Ich bin auch nicht dafür, Heroin in Kaugummiautomaten zu verkaufen. Aber stell dir mal vor, du bist Pusher und hast endlich die Hilde so angefixt, dass sie dein Zeug kaufen muss. Sie ist abhängig davon. Toll. Ich meine, Drogen sind die Idealware, ne? Konsumierst sie und irgendwann kommst du nicht mehr aus. Naja. Jetzt aber geht die Hilde zum Gesundheitsamt. Er lässt sich dort als Heroinabhängige registrieren und holt sich jeden Tag in der nächstgelegenen Apotheke ihre Dosis Heroin ab. Und das zu einem derart günstigen Preis, dass du als illegaler Dealer niemals mithalten kannst. Ah ja. Ah. Das hatte ich alles schon jetzt erwähnt. Ah ja, ne, als Nebenwirkung des Alkoholverbots in den USA ist festzuhalten, dass der, also das ist wirklich eine grausliche Nebenwirkung, dass der normale Bier- oder Weintrinker auf Schnaps umgestiegen ist. Denn bei Schnaps ist das Volumen einer bestimmten Alkoholmenge deutlich geringer als bei Bier oder Wein. Also leichter zu schmuggeln. Und in der Tat war nach der Prohibition
die Anzahl der Alkoholiker in den Vereinigten Staaten erheblich höher als zuvor. Leute, das kommt von diesem gottverfluchten linearen Denken. Ich habe ein Problem, ich habe eine Lösung und fertig. Und jede Lösung dass jede Lösung ein neues Problem erzeugt, halte ich für marxistische Propaganda. Ein anderes Beispiel für die Unfähigkeit, vernetzt zu denken. Hast du schon mal irgendwas davon gehört, dass ein Wissenschaftler mögliche Klimaveränderungen durch Windkraftwerke durchgerechnet hat? Du lachst jetzt und fragst, was denn um Himmels Willen Windkraftwerke am Klima verändern könnten. Das ist doch so harmlos. Ne? Na, die paar, die es bis jetzt gibt, werden nichts Großartiges bewirken, schon klar. Aber stell dir mal vor, was sein wird, wenn es sehr, sehr viele von diesen Dingern gibt. Hm? Hm? Sie fangen den Wind ab und verwandeln seine Kraft in elektrische Energie. Logischerweise müssen hinter den Windkraftwerken andere Windverhältnisse sein. Also hinter heißt immer in Windrichtung, ne, nach den Windkraftwerken. Andere Windverhältnisse sein, als es ohne diese Flügel gewesen wären. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen diese großräumigen Strömungsveränderungen der Atmosphäre auf das Klima haben werden, ob günstig oder verheerend. Aber es müssen Veränderungen entstehen. Es kann gar nicht anders sein. Macht sich einer darüber Gedanken? Jetzt, wo man noch relativ einfach das Problem lösen könnte, ehe es wirklich entsteht, ne? Indem man etwa die Verteilung der Windmühlen so gestaltet, dass die Veränderung minimiert wird. Hm? Naja. Irgendwann im Jahr 2019 habe ich gelesen, dass einer tatsächlich meine oben dargestellten Gedanken weitergedacht hat. Dummerweise habe ich mir die Quelle nicht notiert. So blöd bin ich manchmal. In den Ars könnte ich mir beißen, ne? Ars gratia artis. Ne? Leute, es fehlt einfach an der Fantasie. Mhm. Naja. Also dann. Ciao, vorerst. Ne?